Katastrophen, wie zum Beispiel, was soll ich heute anziehen? Oder, Mann, sie bieten so viele leckere Speisen an, was soll ich bestellen? Oder, was soll ich am Wochenende machen? Soll ich mit meinen Freunden ausgehen? Oder soll ich lieber zu Hause bleiben und für die Schularbeit lernen? Diese Entscheidungen fallen uns nicht leicht, obwohl die keinen großen Unterschied in unserem Leben machen werden. Aber wir wissen ganz genau, dass es Situationen gibt, in denen wir noch schwere Entscheidungen treffen müssen. Vor allem, wenn diese Entscheidungen eine große Veränderung in unserem Leben bedeuten. Sigurado nakapag-desisyon na kayong minsan katulad ng anong susuotin niya yung araw, anong kakainin, o anong gagawin niya yung linggo. Hindi madaling pagdesisyonan ang mga bagay na ito, ngunit alam na alam natin na may mga sitwasyon na kung saan mas mahihirap ang desisyon na kailangan natin gawin. Lalo na kung ang desisyon na ito ay siyang maging sanhi ng isang malaking pagbabago sa ating buhay. Als meine Mutter meinen Stiefvater geheiratet hat, dachte ich mir, okay, das war ja ihre Entscheidung. Ich habe aber nicht gewusst, dass auch ich eine große Entscheidung treffen musste. Meine Mutter wollte nach Österreich auswandern, aber ich konnte nicht mitkommen. Sie hat mir versprochen, so oft wie möglich nach Hause zu fliegen. Aber was heißt denn oft? Zweimal im Jahr? Einmal im Jahr? Oder einmal in zwei Jahren? 4 Jahre lang habe ich ohne meine Mutter an meiner Seite gelebt. Und es war sehr schwer. Jedes Mal, wenn ich ein Kind mit seiner Mutter gesehen habe, war die Sehnsucht nach meiner Mutter so stark, dass ich alles gegeben hätte, um wieder bei ihr zu sein. Das Gefühl hatte meine Mutter auch. Deshalb hat sie alles versucht, mich nach Österreich zu holen. Und ich stellte mir die Frage, soll ich jetzt meine Oma, die auf mich aufgepasst hat, als ich noch klein war, meine Cousinen, die Geschwister für mich sind, und meine Freunde, die mich immer zum Lachen bringen, verlassen? Soll ich wirklich nach Österreich fliegen, damit ich wieder bei meiner Mutter sein kann und nicht mehr Weihnachten, Silvester und sogar meinen Geburtstag ohne sie feiern muss? Ich dachte mir, wieso muss alles so schwer sein? Auf den Philippinen habe ich immer das Gefühl gehabt, ich gehöre hierher und ich habe keine Angst vor irgendetwas. Deswegen habe ich mir Sorgen gemacht, in diesem fremden Land ständig Angst zu haben und ein Außenseiter zu sein. Ich wusste damals, dass diese Entscheidung den Verlauf meines Lebens ändern würde. Schlussendlich habe ich mich für meine Familie in Österreich entschieden. Aber mich von den Leuten, die ich sehr liebe, zu verabschieden, war nicht leicht. Nung nagpakasal ng nanay ko sa aking amain, sabi ko, okay, decision na yun. Gusto ng nanay ko noon na pumunta ng Austria, pero hindi ako makasama. Nangako siya sa akin na uwi siya ng madalas hanggat maaari. 4 na taon akong namuhay nung walang aking ina sa aking tabi. Sa tuwing makita ko ng bata na kasama ang kanyang ina, mas lalo na akong nalabit sa sarili kong nanay. Nasabi ko pa nga, ibibigay kong lahat-lahat, magkasama lamang kami muli. Kaya naman, nagkumuha ng paraan ng nanay ko na makuha ako sa Pilipinas. At itinanong ko sa aking sarili, kaya ko bang iwan ang lola ko, ang mga pinsan ko, at ang mga kaibigan ko? Mas gugustuhin ko bang sumama sa aking ina para hindi ko na kailangan magdiwang ng Pasko, ng bagong taon, at kahit ng kaarawan ko nang wala siya? Bakit kailangan maging mahirap ang lahat? Sa Pilipinas, wala akong kinakatakutan. At doon ko naramdaman na bahagi ako ng aking bayan. Kaya naman nag-aalala ako noon na baka dito sa Austria, parati lang akong matatakot at maging isang estranghero. Pero sa huli, ang pamilya ko rito sa Austria ang aking pinili. Pero ang magpaalam sa mga taong mahal ko ay hindi ganun kadali. Ich war sehr glücklich, dass ich wieder bei meiner Mutter sein konnte. Aber jeden Tag habe ich meine Oma,
meine Freunde, meine Cousinen und mein Land vermisst. Aber leider können wir nicht alles haben, was wir wollen. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Deshalb muss ich auch die Konsequenzen tragen. Das war die Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit zu akzeptieren heißt, dass ich bereit war, das Beste daraus zu machen. Ich habe gleich Deutsch gelernt und mich mit der österreichischen Kultur auseinandergesetzt. Ich habe auch neue Freunde und ich gehe in die Schule. Kurz gesagt, ich tue mein Bestes, um ein normales, erfülltes Leben in Österreich zu führen. Ich möchte meine Zeit und meine Kraft nicht verschwenden, indem ich daran denke, wie die Dinge gewesen sein könnten. Na papa sa yoko dahil sa wakas kasama ko muli ang aking ina. Pero araw-araw pa rin akong nananabik sa mga kaibigan at kamag-anak ko sa Pilipinas. Pero dahil itong aking naging desisyon, kailangan kong tanggapin ang kinalalabasan. Ito ang realidad. At ang pagtanggap ng realidad ay nangangahulugan na handa akong magsikap na mamuhay ng normal at ng masagana dito sa Austria. Ayaw ko rin sayangin ang aking oras at ang aking lakas sa pag-isip ng mga bagay na sana nangyari. Es gibt Leute, die nie zufrieden sind, obwohl alles in Ordnung ist. Und es gibt Leute, die sehr glücklich sind, obwohl sie nicht alles haben. Es ist unsere Entscheidung, wie wir unser Leben führen wollen. Es ist an dir, dein Leben zu wählen. Also wähle das Leben, das von Freude, Zufriedenheit, Frieden und Liebe erfüllt ist, weil wir das Beste verdienen. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch.